Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down. Wir machen heute den Fiesta wieder schön farbig. Ja, das Folieren und so, das habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gesehen, das habe ich auch ein paar Mal gezeigt, deswegen werde ich das jetzt nicht so zeigen. Ich denke auch, dass das ein sehr kurzes Video wird und ich hoffe natürlich, dass im nächsten Video ein fetter Carporn von dem Auto dann entstehen wird. Aber dazu brauche ich erst noch jemanden, der einen richtig guten Carporn dreht und schneidet. Ich mache das Ganze mal eben schwarz-weiß. So, da ist ein bisschen Folie. Den Kotflügel haben wir schon gemacht. Dieses Mal was ganz anderes. Wir haben dieses Mal Avery-Folie. Bis jetzt ist er eigentlich ganz okay zum Verarbeiten, finde ich. Aber es war bis jetzt auch nur der Kotflügel. Das heißt, wir haben dann noch den Rest vom Auto. ein paar Sachen schaffe ich eh nicht alleine. Da brauche ich jemanden zum Folie halten, zum Folie ziehen und so weiter. Aber ich werde schauen, dass ich so weit wie möglich durchkomme alleine. Und es geht schwarz-weiß weiter, weil wir haben jetzt hier schon den Breitbau gemacht, dann Kofferraum ist auch schon, das kommt weg und ja, die Tür halt. Ich weiß nicht, ob ich die Tür gezeigt habe oder nicht. Jo, ich werde jetzt Feierabend machen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe Rückenschmerzen. Bis gleich. And welcome back, friends. So, Auto ist fast komplett foliert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das für eine Farbe ist. Weil, wie gesagt, gibt es erst im nächsten Video das komplette Auto. Ja, ich bin jetzt gerade am Heck dran. So, da war ja der Sticker, da muss ich jetzt noch abschleifen. Und hier dieses grau-blaue Zeug, da hält die Folie nicht drauf. Das heißt, ich muss jetzt die komplette Schürze einmal abschleifen. Dann mache ich Kunststoffhaftvermittler drauf und dann kann man erst folieren. Jo. Ich mach weiter. Do you need me?